Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Dieser Ostergruß erklang selten wie in diesem Jahr, so traurig und zugleich doch so froh. Die Passionszeit, sie klingt irgendwie noch durch, Wochen, in denen alle Welt gelitten hat und immer noch leidet. Seit Wochen beherrscht das Coronavirus das öffentliche Leben. Viele, auch wir, sind verunsichert. Viele bangen um ihre Existenz, erfahren Leid. Auf Liebgewordenes, Gewohntes müssen wir verzichten, auf direkte soziale Kontakte im Alltag und an Sonn- und Feiertagen, in Familie, Kirche und Gesellschaft. All das schmerzt uns zutiefst. Trotz allem blühen die Narzissen, läuten die Osterglocken am Ostermorgen wie an jedem Abend. Zum Zeichen, dass wir zusammenhalten, dass wir nicht nur leiden, sondern auch mitleiden, mitleben, aufleben. So stehen wir auf mit Christus jeden Morgen aufs Neue. Diese Botschaft rufen Kirchenpräsident Schad und ich Ihnen zu. Mit diesem Video Gruß und mit einem gemeinsamen Wort zum Osterfest. Wir finden es auf den Homepages unserer beiden Kirchen und in den Osterausgaben unserer Kirchenzeitungen. Uns verbindet die Hoffnung. Das Licht des Ostermorgens strahlt heller als alles Dunkle der Welt. Ja, Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden.